Ja, hallo und willkommen zur Kaufmannsausbildung bei ArcAge. Wir haben bin mit Leo mal wieder etwas durch die Gegend gezogen und haben, keine Angst, keine Angst, wir machen bei den normalen Quests auch weiter. Und haben gesehen, dass wir bei diesen Frachtverkäufern, weil wir uns ja langsam mit diesen Handeln mal auseinandersetzen wollen, eine Quest hatten. Und zwar einmal hatten wir die bei uns gehabt. In Nuja, wie es sich gehört. Bei zwei Kronen gibt es einen und bei Solzried. Und weil wir nicht wussten, sind wir auch rüber nach Haranja gegangen und haben festgestellt, dass wir auch noch eine identische Quest annehmen können, nur mit anderen Materialien. Da wir bei uns noch nicht weitergekommen sind und ich gerade hier was probiert habe, werde ich mal gucken, ob ich die Quest hier in Haranja machen kann. Ist zwar alles Fremdgebiet, Feindesgebiet, aber vielleicht haben wir ja Glück. Machen wir unseren Cube an für Notfall. Und zwar haben wir hier diese schöne Sache. Kaufe Fracht von Nuja bei einem Frachtverkäufer in Haranja. Hier sind wir in Haranja und hier haben wir einen Frachtverkäufer. Und bei dem sollen wir was kaufen. Und zwar gibt es bei dem Nuja Fracht. Ne? Kaufe Nuja Fracht von dem Eumel. Werden wir machen. Leider kostet die Suppe immer eine ganze Menge Geld. 52 haben wir noch. 43 müssen wir bezahlen. Ansonsten könnten wir vielleicht noch ein bisschen aus dem Lager rausholen. Wir werden eine kaufen. Jawohl. Flup, flup. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sehr langsam sind. Leider haben wir aber noch keinen Esel. Wir müssen jetzt. Achso, hätte man vielleicht lesen können, war? Wäre besser gewesen. Und zwar hier haben wir es. Gehen wir unten her. Können wir nicht runtergehen. Bescheinigte Fracht kann nur ein Frachttauscher an den folgenden Orten verkauft werden: Arkum Iris, Falkenplateau und Ruinen von Perinor. So, und wenn wir uns die Karte angucken: Flup, flup. Also entweder Falkenplateau, Ruinen von Perinor, das ist ja rot, und Arkum Iris ist noch weiter weg. Also, ich würde sagen, wir streben mal das Falkenplateau an. Und hier haben wir sie auch da. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Überall Berge. Da kommen wir nicht weiter. Höchstens von da, aber da fängt ja, da fängt der, fängt, fangen ja eigentlich die Firan an. Heißt, da kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen von hier unten kommen. Vom Tigergratgebirge. Na super. Das heißt, hier lang, stiller Wald, Villanella, Tigergratgebirge und dann Falkenplateau. Wir sind begeistert. Da ist der stille Wald. Hier müssen wir raus. Gut, ich würde mal sagen, ich laufe einfach mal los. Und wir sehen uns dann, wenn ich angekommen bin. Vielleicht melde ich mich mal zwischendurch. Wir können ja mal gucken, wie spät haben wir es denn gerade? Ich muss mal normale Uhrzeit, 23:12 Uhr. Mal gucken, wie lange ich brauche. Also, ich würde mal sagen, ich probiere mich. Sollte ich zwischendurch sterben, melde ich mich. Bis dann. Bis dann. Und weiter geht's. Ja, mittlerweile sind wir hier im Falkenplateau angekommen. Der Weg war doch gewaltig. Mittlerweile sind wir schon, ne, über eine Stunde unterwegs. Eigentlich wollte ich ja direkt durch Stiller Wald, Villanella, Tigergratgebirge und der Falkenplateau, aber zwischen Villanella und Tigergratgebirge gibt es keine Verbindung. Das heißt, hier ab aufs Wasser wieder und dann nach Mahadevi und von da aus dann durch. Hätte ich gleich runterfahren können mit dem Schiffchen. Wäre einfacher. Aber gut, oh. Muss ich mal kurz korrigieren. Habe noch 1850 Meter. Da oben sehen wir es. Das Ziel ist in erreichbarer, greifbarer Nähe. Melde mich denn, wenn wir wieder da sind. Und bis gleich.
So, und da sind wir wieder mitgenommen. Moment, wie kann ich wieder zurück? Na, ich mach mal lieber nicht. Habe ich ja sonst vergessen, mitzudrücken. Wurde glücklicherweise mitgenommen von einem Harani. Also, ist auch in der Stufe 7 von dem Ahnen-Level gewesen. Hätte mich zwar wahrscheinlich einfach fertig machen können, aber ich glaube, Spieler mit diesem Level haben daran kein Interesse mehr. Nochmal recht schönen Dank an den Unbekannten, dass er mich mitgenommen hat, die letzten paar Meter. Somit hat mir mindestens, würde ich sagen, 20 Minuten gespart. Trotz alledem über eine Stunde unterwegs gewesen. Wir haben es jetzt 0.28 Uhr, weiß gar nicht, weil ich letztes Mal was gesagt hatte. Und von daher geben wir es hier ab. Wir sind jetzt im Falkenplateau ganz oben. Frachttauscherin, sei gegrüßt, bist du hier, um Importfracht zu verkaufen? Ja, bin ich. Danke, dass du den langen, weiten Weg damit gekommen bist. Dafür gebe ich dir gerne einen Holzkohlestabilisator, wenn du soweit bist. Dankeschön. Kriegen wir echt nur diesen Stabilisator oder kriegen wir echt auch Geld? Ich glaube, wir haben jetzt nur den Holzkohlestabilisator bekommen. Aber den brauchen wir für die Jenseitsteine brauchen wir den. Von daher ist es noch nicht mal verschenktes Geld. Das ist wunderbar. So, jetzt sind wir hier ganz oben im Tiger. Quatsch, im Falkenplateau. Auf Harania. Müssen mal gucken, ob wir mittlerweile die auch im Teleportationsbuch, ob wir den drin haben. Ah, Falkenplateau Unistere haben wir beide drin. Wunderbar. Also wir können uns hier auch immer notfalls wieder her teleportieren. An der Werkbahn dürfen wir theoretisch nichts machen können. Doch. Ich kann da nichts machen. Harania-Spezialitäten kann man hier machen. Oh, wir haben Gilder, wir haben das. Aber wer weiß, ich würde mal sagen, wir sollten uns hier mal nicht so viel aufhalten. Das ist aber das, was weiß ich. Ich hatte schon mal einmal eine Sache gemacht. Aber mit euch will ich nochmal machen. Nochmal machen. Sehr gut. Nein, einmal hatte ich schon was gemacht zum Probieren. Das hat es funktioniert, aber auch mit so einem elendig langen Weg. Von daher, bevor wir ein weiteres Handelspaket machen oder hier die Sache bei uns auf Nuya wählen, werden wir uns erstmal mit zumindest einen Esel besorgen. Leo will versuchen, noch so einen schönen Traktor, einen schönen Transportwagen zu organisieren. Und wir werden mal gucken, wie wir einen Esel bekommen. Ich hatte ja beim letzten Mal, wo ich das Handelspaket weggebracht hatte, müsste lügen, wo war das gewesen? Hier irgendwo in Nuya und zwar in, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war in der Oberon-Wiege. Ich glaube, ja, da hatte ich... Nein. Weiß an. Hier auf diesem Weg. Oder auf diesem Weg? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier hatte ich eine Quest gesehen gehabt. Von der Blausalzbruderschaft. Von daher, die werden wir mal nachgucken, ob wir da vielleicht Esel bekommen. So, und da sind wir wieder. Und zwar sind wir in Sulisa. Nehmen wir mal die Karte auf. Und zwar sind wir in Halkiona. Hier vorne. Da oben geht es nach Marianopel. Da hinten nach Zwei Kronen. Ja, an der Ecke. Und da haben wir diese Blausalzbruderschaftsquest. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas bekommen. Eine Aufgabe. Vielleicht sogar mit einem Eselchen. Ich habe immer noch die Hoffnung. Und wir gucken mal, was sie für uns haben. Kannst du mir bitte helfen? Mein Mann Heridon sollte eigentlich schon vor einiger Zeit aus Marianopel zurückkehren. Aber er scheint sich verspätet zu haben. Er sollte ein ganz besonderes, wichtiges Paket ausliefern und ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Aber ich kann das Lagerhaus noch nicht verlassen, für den Fall, dass er hier doch wieder auftaucht. Kannst du die nördliche Straße absuchen und herausfinden, was passiert ist? Ich kenne meinen Heridon doch. Er würde sich niemals so sehr verspäten, wenn er es vermeiden könnte. Eventuell doch nicht. Hat doch nichts damit zu tun mit unserem Eselchen. Und so weiter. Schade eigentlich. Hatte die Hoffnung gehabt, aber vielleicht, wir werden mal die Aufgabe lösen. Vielleicht kommt ja noch was raus, aber... Gucken wir mal. Jo, meine Güte, mein Kopf.
Judah und ich sollten ein kostbares Artefakt zum Gildenhaus in Halkiona zurücktransportieren. Elestines Andenken. Ah, Update. Quatsch. Hochgelevelt. Je mehr Zeit verstrich, desto seltsamer verhielt Judah sich und ganz unurplötzlich zog er mir eins über die Rübe und stiebitzte das Paket. Ich brauche nur ein paar Minuten, um mich zu besinnen. Kannst du zum Hauptquartier meiner Gilde zurückkehren und Fürst Triate erzählen, was hier passiert ist? Wir müssen Judah fangen, bevor er vollends entkommen kann. Ah, versteckte Quest. Das ist ein gefährlicher Ort für Abenteurer, die da unterwegs sind. Das Böse dort in dringender Schach gehalten werden. Empfohlen für Gruppen aus Spielern Level 45 plus. Quest abgeschlossen. Gut, weiß zwar nicht warum, aber ist egal. Oh. Und einen Skillpunkt behalten. Ja, wie gesagt, Skills haben wir ja auch nach dem Update, waren alle meine Skills hier weg. Beziehungsweise wir haben jetzt neue Skills dazu bekommen, so halt wie der Höllenspeer, den wir vorher hatten, ist nach hier hinten gewandert. Also von daher muss ich mich wohl über mit neuen Skills hier beschäftigen. Ich glaube, den Magiezucker haben wir nicht gehabt, irgendwie zwischendurch mal. Wir werden mal den machen. Ach, den haben wir anscheinend schon. Ah ne, doch, bestätigen. So, jetzt haben wir den auch wenigstens. Können wir den hier runter packen irgendwo? Sehr schön. Ob alle Skills funktionieren? Das wüsste ich gar nicht. Bräuchte mal ein Opfer. Verhungernde Flüchtlinge. Jetzt habe ich jetzt hier nirgendwo einen Gegner. Ich soll noch hier unten gehen. 22. So, hier rein. Ist der Fürst hier? Nach oben. Wir sollen nach oben gehen. Der Fürst ist in der ersten Etage. Blaue Salzbruderschaft Fürst Triate. Elistines Andenken wurde gestohlen. Das kann doch nicht möglich sein. Das ist ein echter Albtraum. Elistines Andenken ist mehr als lediglich ein Erbstück der Bruderschaft. Es ist ein wahres Symbol der Autorität. Wenn die Leute Wind von Diebstahl kriegen, ist Sir Livks Ruf und somit auch sein Amt in Gefahr. Wir müssen das gute Stück so bald wie möglich wieder in unseren Besitz bringen. Das muss das Werk eines anderen Adligen sein, der Livek die Rolle des Gildenanführers streitig machen möchte. Verdammt, gibt es denn niemanden, dem man vertrauen kann? Wenn du Lust hast, würde ich dich gerne anheuern, um die Geschichte auf den Grund zu gehen. Melde dich bei Bellas vor dem Gildenhauptquartier und tu so, als ob du gerne zu einem Rekrut werden würdest. Kehre dann zu mir zurück, dann können wir anfangen. Ich wollte die Quest mal hier abschließen. Und nicht kreuz und quer und hin und her. Na gut, okay, machen wir noch. Ach, zu ihm hier. Fürst Triate hatte ich höchstpersönlich empfohlen. Obwohl er natürlich ein hohes Ansehen genießt, wirst du dich leider dem Grundtraining unterwerfen müssen, wenn du wirklich der Bruderschaft beitreten möchtest. Um zum offiziellen Mitglied der Blausalzbruderschaft zu werden, musst du in der östlichen und der westlichen Niederlassung unserer Gesellschaft die Ausbildung ablegen. Während deiner Ausbildung wirst du so einiges über Handel, Landwirtschaft, Lieferung und die Wirtschaft an- und für sich erfahren, mit der sowohl Händler als auch Monarchen miteinander verbunden sind. Warum beginnst du deine Ausbildung nicht einfach sofort? Für den ersten Schritt solltest du dir ein paar Reissamen von Samen- und Schößlingshändlern Kendrick besorgen, der an der Straße seine Waren anbietet. Ich habe gehört, dass Hausmeister Gibson von Dorothees Farm der Reis ausgeht. Er würde also wahrscheinlich einen guten Preis dafür bezahlen. Ich hab so die Gefühl, wir bekommen jetzt unsere ganzen Handwerkssachen hier. Dachte, wäre vorbei, aber ich würde mal sagen, das machen wir auf jeden Fall im nächsten Teil. Wir haben jetzt in diesem Teil schon die Sache mit dem mit der Fracht und den Versuch, hier klarzukommen. Ich würde mal sagen, das soll es dann gewesen sein, wa? Ich würde mal sagen, ja. Also bis dann. Tschüss. Auch wenn es das zweite Mal ist. Tschüss.